Willkommen zu einer neuen Heimatgeschichtenwoche, dieses Mal aus Dorfen im Landkreis Erding. Dorfen liegt im Isental und ist flächenmäßig die viertgrößte Stadt in Oberbayern. Aktuell leben hier rund 15.000 Menschen und es gibt sage und schreibe 203 Gemeindeteile. In einem davon starten wir heute, in Adelstraß. Servus und willkommen zu den Heimatgeschichten. Heute von einem der aktuell wahrscheinlich meist fotografiertesten Orte in ganz Bayern, vom Lavendelfeld in Adelstraß. Matthias, Christi. Wir wollen heute aber nicht über Influencer und Fotoshootings sprechen, sondern vor allem über euer Landwirtschaft und über euer Vision, die ihr hier auch habt in Adelstraß. Auf eurer Internetseite, da kann man lesen, das Paradies gemeinsam erschaffen und erleben. Erklär doch mal, was ihr damit meint. Ja, das hat was zu tun mit Artenvielfalt und einem Ökosystem. Und wir haben so die Philosophie, oder ich habe auch so die Philosophie, dem Ökosystem was zurückzugeben. Nicht nur immer was rauszuwirtschaften, sondern einmal was zurückzugeben. Das heißt, für die Artenvielfalt was zum da aktiv größere Flächen umzugestalten, Wildarten anzusiedeln, den Wald sinnvoll umzubauen, so ein Mischwald. Ja, das geht hin bis zur Renaturierung von so Sachen, Teich renaturieren, die verlandet sind mittlerweile oder verschlammt durch Erosion. Das kann man unendlich weitertragen, wenn man im Ökosystem ein bisschen die Augen aufmacht. Und da ist jetzt ja euer Lavendelfeld ein ganz gutes Beispiel dafür, denn das ist jetzt ja kein wirklicher Lavendel zum Nutzen, gell? Ja, das war vorrangig nicht wegen einem wirtschaftlichen Betrieb gedacht, sondern eher wegen der Artenvielfalt und einfach einmal einen Akzent zum Setzen in der Landschaft, wo sich ganz viele verschiedene Insekten vermehren können, eine lange Zeit Ruhe finden, weil wenn man das mal pflegt mit der Maschine, das sind ein paar etliche Tage mal und dann ist aber viele Tage Ruhe, weil das alles Handarbeit ist zum Pflegen. Man geht nur mit der Hand durch und zupft dann dieses Unkraut noch raus, viele, viele Tage und Wochen. Und das ist eine Wildsorte, der Wildlavendel, den ich selber aus Samen mit Hilfe von ein paar Kollegen herzogen habe. Und der hat jetzt keinen hohen Ertrag wie so Hochzuchtsorten wie in Frankreich oder Rumänien, sondern der hat einen ganz eigenen Ertrag. Und der Ertrag ist in Form von dieser Artenvielfalt. Mhm. Weil diese Wildarten ganz interessante Wildinsekten durch ihre feinsten Düfte und Aromen anlocken, die oft so Hochzuchtsorten nicht mehr drin haben, diese feinsten Aromen. Und das lockt eine ganz spezielle Artenvielfalt an. Und das war eigentlich unser Anliegen, da was zum Tun. Und wie ich das 2019 gepflanzt habe, mit dem Gedanken bin ich da hingegangen, einfach einmal eine Landschaft gestalten, die Arten anlockt, die zur Ruhe einlädt, wo man sich mal hinsetzen kann, das einfach genießen kann und auch die Landschaft beruhigt. Ja. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass natürlich euer Lavendelfeld, es ist ein Hingucker in der Landschaft und es lockt viele Leute an, die hier Fotos schießen wollen. Das dürfen sie auch, aber unter bestimmten Voraussetzungen, gell? Ja, genau. Also wir haben da so mittlerweile Regeln aufgestellt, die haben wir anfangs nicht gehabt. Ja. Aber da rennt jeder kreuz und quer in dem Feld rum. Und das wollen wir einfach nicht, weil das soll Ruhe ausstrahlen, das Feld soll ruhig bleiben. Wir wollen auch da keinen Müll drin finden, weil da wird so viel verloren dann in die Felder, wenn man da einfach reingeht. Mhm. Das hat die Landschaft nicht verdient, dass dann irgendwas vergessen und verloren wird. Sondern darum kann man das auch gerne vom Rand aus anschauen. Wir haben Bedingungen hingeschrieben, dass man ein paar Meter reingehen darf. Wenn man dann über diese Absperrung drüber will, dann darf man auch der Landschaft einen Beitrag zurückgeben. Wir sagen mal, eine Art Energieausgleich. Was geben wir der Landschaft zurück, für das, dass uns dieses wunderschöne Erlebnis bietet? Ich kann eine Stunde mitarbeiten, ich kann einfach mit tatkräftiger Unterstützung arbeiten. Ich kann auch finanziell einen Beitrag leisten. Wir haben da in der Höhe jetzt nichts definiert, sondern so einen Richtwert einmal. Was ist denn ungefähr Arbeitsstunde wert? Und da bitten wir einfach die Menschen, das einmal sich zu Herzen zu nehmen, um diese ganze das Ökosystem einfach mal ein bisschen vorwärts zu bringen. Matthias, du hast mir jetzt schon wahnsinnig viel erzählt. Du betreibst deinen Hof da mit sehr viel Visionen. Du hast dir sehr viel Gedanken gemacht und jetzt nicht bloß rein kommerziell das Ganze. Woher kommt denn bei dir diese Liebe zur Natur? Ich glaube, das kommt so aus meiner Kindheit raus. Ja. Mein Großvater, mütterlicherseits, mit dem war ich früh unterwegs, da war ich so ein kleiner Bub. Und der hat mir ganz viel gelernt und gesagt. Aha. Und das berührt mich heute noch, wenn ich davon erzähle, wie der mir bestimmte Sachen näher gebracht hat. Zum Beispiel die Obstbäume, das ganze Veredeln. Und er hat irgendwie gespürt, dass er bald gehen wird von der Wald. Und hat gesagt, Matthias, bevor ich stirb,
war das schön, wenn du noch alles lernen darfst von mir. Mhm. Und dann habe ich das alles aufgenommen, war monatelang mit ihm unterwegs, haben wir auf die Bäume rumgeklettert und haben uns auch veredelt und Obstbäume und Apfelbäume und Kirschbäume. Und das war ein schönes Erlebnis. Da war ich so vielleicht so 9 oder 10 Jahre alt. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht. Und wenn wir dann alles so umgesetzt haben, und dann habe ich auch daheim immer veredelt und so Sachen gemacht. Ja, und dann war alles so weit umgesetzt und dann ist er gegangen. So, ja, weil so ist das so gegangen. Ja. Dann hat er sein Werk vollendet gehabt. Hat er alles an die weitergegeben. Genau, so schöne Geschichte. Du hast jetzt den elterlichen Hof vor 10 Jahren übernommen, knapp 10 Jahre. Was ist da alles passiert? Was hast du alles gemacht in der Zeit? Wie hat sich Adelstraß verändert? Ja, damals ist es schon ein bisschen früher losgegangen, weil ich das erst mal gepachtet habe. Und dann habe ich es übernommen 2015. Und dann habe ich erst mal auf Bio umgestellt, weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt einfach ein bisschen nachhaltiger arbeiten. Also die Natur hat schon so viel vertragen müssen. Und jetzt einfach mehr wieder durchatmen können. Das war interessant, weil man dachte. Und habe dann einfach auf Bio umgestellt. Und dann habe ich selber mal von vielen Arbeiten auch mal eine Art Burnout, sagt man da heute sagen, gehabt. Oder war da einfach sehr müde von der vielen Arbeit. Und dann haben bestimmte Pflanzen zu mir gekommen. Und so ist zum Beispiel auch die Aronia-Beere gekommen. Das ist die schwarze Apfelbeere. Über einen Kollegen, der mich da ein bisschen gefördert hat in dem Bereich. Und erst habe ich es nicht wahrgenommen. Aber wenn irgendeine Pflanze, wenn die öfters an der Tür klopft, dann sollte man es wahrnehmen und sollte dann was machen damit. Mhm. Und so ist das entstanden. Dann kommen die Pflanzen von selber. Die klopfen irgendwann an die Tür, weil sie am Inspirieren her, genauso wie der Lavendel 2000, in meiner Lehrzeit, das war von 2000 weg, dann habe ich dann vor der Haustür zwei Lavendelstilke gepflanzt, die haben jetzt mittlerweile 24 Jahre alt. Mhm. Die haben mich auch immer inspiriert, haben quasi immer angeklopft und ich habe es nicht gesehen. Und irgendwann habe ich es dann kapiert. Mach doch was mit dem Lavendel. Mhm. Mach was mit dem Lavendel. So ist das in mir aufgekommen und so hat sich das Ganze weiterentwickelt. Genau. Mach was mit dem Lavendel, hast du gerade gesagt. Ihr macht auch was auf dem Lavendel. Und was genau, das schauen wir uns jetzt nach einer ganz kurzen Pause an. Bleiben Sie dran. Da sind wir wieder mit den Heimatgeschichten aus Adelstraß, wo uns Matthias jetzt zeigt, was er aus seinem Lavendel macht, nämlich Öl und Lavendelwasser. Dazu werden die Destillationstöpfe mit 900 Liter Fassungsvermögen komplett mit Lavendel befüllt und dann an die Destillationsmaschine angeschlossen. Jetzt braucht es nur noch eines, nämlich heißen Dampf. Und was ist das jetzt für eine Wahnsinnsmaschine, Matthias? Es schaut aus wie eure Lokomotive. Schaut fast so aus. Jede Lokomotive ist auch noch im Prinzip aufgebaut. Ja. Das stimmt. Und das ist eine alte Dampfmaschine, also eine Kartoffeldampfkolonne. Dieses Baujahr 1930. Wahnsinn. Habe ich zum Teil selber restauriert. Aha. Und das müssen wir uns schicken, den Dampfschlauch anzuschließen. Okay. Den schließe ich jetzt gleich an, weil sonst geht das Überdruckventil, dann werden wir nass. Okay, genau. Das möchte man nicht. Das heißt, der jetzt Dampfschlauch. Den Dampfschlauch, den schließe ich jetzt am Kessel an. Aha. Mach dazu, mach den Hahn auf und dann mache ich schleunigst jetzt den Hahn auf, weil jetzt pressiert es. So, jetzt kommt der Dampf schon. Ja, ich muss immer den Zeiger beobachten. Ja. So, jetzt geht er leicht zurück. Jetzt kommt der ganze Dampf in den Kessel strömen. Und was wird da jetzt mit dem Dampf für einen Prozess in die Wege geleitet? Einmal für einen Laien erklärt. Was passiert jetzt mit dem Dampf in dem Kessel? Der Dampf, der wird jetzt in den Kessel geleitet und der heizt jetzt den Lavendel auf. Mhm. Und dann, bis das alles 100 Grad hat oder ein bisschen drüber, dann entsteht Dampf. Und der Dampf nimmt alle wasserdampflöslichen Stoffe, also das ätherische Öl, nimmt er mit. Mhm. Und der geht dann durch einen Kühler, das wird dann wieder abkondensiert. Und dann trennt sich quasi Öl vom Wasser, weil Öl schwimmt ja auf dem Wasser. Mhm. Und dann habe ich oben das ätherische Öl und unten habe ich dann das Hydrolat, also das Lavendelwasser. Das Lavendelöl, das ist ja da, wir sind seit Jahrhunderten, Jahrtausenden hergenommen worden in der Medizin oder so. Das nimmt man da verschiedene Sachen her. Oft ist ja wundheilungsfördernd, sagt man, antiseptisch liest man in den ganzen Büchern, in alten Schriften. Auch bei Mücken oder Zecken und so Sachen, da gehen die auch nicht so gern hin. Und beim Lavendelhydrolat ist Lavendelwasser. Ja. Das kann man auch ganz interessant hernehmen. Wir haben es zum Beispiel im Lavendel-Eis mit drin. Ja. Da machen wir Eis davor, schmeckt super lecker. Und,
Und da ist ganz praktisch zum Hernehmen. Oder auch als Mückenschutzspray. Überall haben Mücken momentan. Ja, gerade. Man kann sich das ist das Allerwichtigste, wenn man sprühen über den Körper. Ja. Und es hat eine super beruhigende Wirkung. Ja. Und genau das ist das, wo man es überall einsetzen kann. Zum Würzen, zum für Desserts, egal wo. Auch in der Kosmetik. Wir haben Seifen gemacht daraus. Super tolle Lavendelseifen mit dem Hydrolat in Verbindung. Also das ist sehr vielseitig einsetzbar. Da pfeift es jetzt ganz schön. Ist das normal? Muss das so sein? Das ist der Dampf, den man erzählt, der in den Kessel rauscht. Okay. Der singt jetzt ein bisschen, sage ich mal. Und dann füllt es dir den Kessel und drückt die ganze Luft da raus, die da noch drin ist. Und dann nimmt das seinen Lauf. Matthias, du hast dir da wirklich was wahnsinnig Tolles aufgebaut. Rund um deinen Hof. In jeder Pflanze ist auch irgendwie eine Überlegung mit drin, eine Geschichte dabei. Du arbeitest aber auch wahnsinnig viel. Was motiviert dich? Was ist für dich das Schöne an deiner Arbeit? Ja, ich sag mal, aus dem Herzen raus bin ich Landschaftsgärtner. Ja. Und das hat mich immer schon inspiriert, mit den Pflanzen, mit der Natur zu arbeiten, einfach was anders zu machen. Das Ganze ein bisschen lockerer zum Singen. Und das war für mich eigentlich wie ein Hobby auch. Und dann durch diese viele Arbeit und diesen ganzen landwirtschaftlichen Sachen, ist natürlich voll früh, wenn man dann viele Stunden oder bald 10, 15 Stunden am Tag immer arbeitet. Und das geht dann auch auf die Gesundheit. Da habe ich auch einiges zum Gutmachen wieder. Aber trotzdem, es hat mir immer was gegeben, was der Seele gut tut, wenn du daraus arbeitest. Und das ist das, was mich antreibt. Und immer mehr Leute kommen und wollen uns unterstützen und wollen mich unterstützen. Das ist auch was ganz was Schönes. Und ich habe eine super tolle Familie, die alles mitmacht und dabei ist. Also meine Frau, meine kleine Tochter, ich bin sehr glücklich drüber. Und das ist dann ein Miteinander. Mhm. Und miteinander macht es dann noch mehr Spaß. Stark. Es ist wirklich bewundernswert, was du da aufgebaut hast. Alles Gute für die Zukunft. Gesund bleiben, wieder gesund werden. Ja. Und danke für die tollen Einblicke bei dir auf dem Hof heute. Ja, ich sage danke. Und mit unseren Sachen haben wir viel gesunde Sachen. Ja. Da werden wir das wieder hinbringen, sage ich. Mit Sicherheit. Und, wenn nicht ihr, dann Corner. Ja, freilich. Macht ja super Spaß. Und wenn man es im Herzen spürt, dann kann es nicht positiv sein. Das merkt man sofort. Merci dir. Merci Ihnen daheim fürs Einschalten. Und wir sehen uns morgen wieder in den Heimatgeschichten. Servus.